Willkommen bei einem neuen Let's Play von mir. Pokémon Team Rocket Edition, kurz TRE. Starten wir es einfach mal, ich habe zuvor noch nie einen Hack gespielt. Ich bin schon ganz gespannt. Ja doch, ich habe zuvor schon einen Hack gespielt, halt gleich die Platin und Blaze Black. Also fangen wir an. Giovanni. There is no time for to talk. Name is Terry. I'm Giovanni. Heat of Team Rocket. Also er ist Giovanni, der Kopf von Team Rocket. Our goal is to use Pokémon to gain global domination. You and your sister will be competing for the position of my successor. Also ja, wir werden jetzt die Gehilfen von Giovanni sein, sagt er. This won't be an easy test. Das wird keine einfache Sache. Now tell me your name. Also was das Spiel angeht. Ich habe es noch nie gespielt. Das ist daher ein Blindspiel. Ich nenne mich mal James. So. As mentioned earlier, you will be competing with your sister. Sort out your journey. Her name is... Ja, Jessie, ne? I see Jessie. It looks like she... Was? Ach, egal. It's a tough competitor. You will face many challenges along the way. Prove to me you can lead Team Rocket. Okay, wo sind wir denn hier? Sieht... Naja, nach allem, was hier sieht es nicht aus. Wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwo anders. Okay, schauen wir uns das mal um. Box, ist da was? James turned on the PC. Das Spiel ist leider komplett auf Englisch. Sorry dafür, dass es auf Englisch ist. Auf Deutsch gab es das nicht. So, was ist? Er will keine Nintendo 64 spielen, schade. Okay, ich geh pennen. Okay, Spaß beiseite. Ist da was im Bücherregal? Nein, okay. Laufen wir mal die Leiter runter. Hey, bist du meine Mutter? Right, Jessie is at Giovanni's headquarter. Also Jessie ist in Giovanni's Hauptquartier. She told me he was looking for you as well. Sie sagt, ich soll nach dir suchen oder so. Keine Ahnung. Also mein Englisch ist nicht so das Beste. Das wird wahrscheinlich so wie Yu-Gi-Oh! 2009 LP werden. So, also, ja, wie gesagt, es ist blind, noch nie zuvor gespielt. Deswegen schaue ich mich erst einmal ein wenig um. Das Haus hier hat zwei Eingänge. Das eine ist, okay, da sind wir rausgekommen und das andere. Aha. Giovanni never stops working. Giovanni arbeitet, hört nie auf zu arbeiten. Was ist denn da eigentlich? Ist das ein Tagebuch? Was steht denn da drauf? It's a big map. This is useful. Schauen wir uns die Karte an, genau. A town map. Okay, so sieht die Karte aus. Route 1, Neptarville. Route 2, Volcano Cave. Also Vulkanhöhle, sage ich mal. Aha, hier ebenfalls. Anscheinend führt diese Höhle zu diesem Punkt hier hin. Felspur City. Route 3, Route 4. Mount Eye. Also es ist wahrscheinlich ein Berg, der bis hierhin führt. Also ja, ich vermute mal, die ganzen Höhlen hier bringen einem hier immer durch diese neuen Dinge, durch diese neuen Zonen hin. Larimer Town. Pocket Cemetery. Route 5, Route 6, Route 9. Felgartown, Route 10. Was? Pikes Pit. Sagt mir jetzt gerade nichts. Auf jeden Fall führt dieser Berg oder was auch immer das ist hierhin. Route 7, Route 8. Kerr Night City. SS Park. Ripden, Route 11. Geldinaville. Route 12. Ohrmine, eine Mine. Eine Ohrmine heißt. Was heißt ein Ohr? Iron Ore, also Erzmine, glaube ich. Lass euch close, Bro Rogue. Keine Ahnung, was das heißt. Poké Safari, das ist wahrscheinlich die Safari-Zone. River RT1 sieht nach einem Fluss aus, weil hier ein bisschen Wasser zu sehen ist. Fluted Cave, Minka Village, Fluted Cave, Route 13, Route 14, Migliobori, Route 15. Saturake, Cavern, Route 16, Route 17 und 18. Und die Top 4, okay.
Nicht schlecht, was wir alles vorhaben. Also gut, die Mutter hat gesagt, wir sollen hier reingehen, glaube ich. Okay, hier sind ein paar Rockets. I work here as Giovanni's Aide. Er arbeitet hier als Giovanni's Gehilfe oder so. Giovanni is quite... Was? Giovanni is quite a man. Everyone is scared, but... envies him at the same time. Sag mir jetzt gerade nix. I work here as Giovanni's Allied. Eid. Er muss einen Eid abschwören, genau. You, James! Giovanni isn't here! Giovanni ist nicht da! Was ist das für Bälle? Those are Pokeballs. They contain Pokémon. Hätte ich nicht gedacht, okay. Dann suchen wir mal nach Giovanni. Ist wahrscheinlich wie ein Alabaster, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rausgehen, dann kommt der Giovanni. Don't try to escape! Versuche nicht zu entkommen! Ich sagte, ich habe eine Mission für dich. Was? Keine Ahnung, now follow me, Jesse is already waiting. Jesse wartet, na gut. Dann verfolgen wir ihn erst einmal. Also soweit ist es wie, also bis jetzt ist es wie bei der roten Edition, also bei der ersten Generation, wie alle Pokémon-Spiele am Anfang. Giovanni, I'm filled up with waiting. Ich möchte nicht länger warten. Jesse, do not speak to me like that. Hör auf mit mir so zu sprechen. Ich habe dir nicht... Was? I told you not to come still later. Now waiting here. I will let James choose first. James, you will see the Pokemon over there. Saint Jesse can keep her mouth to shut. You can have one. Think of it as a head start. Choose one quickly. I'm older. I should get one. Ich bin älter. Ich sollte zuerst eins bekommen. You get to choose next. Du nimmst danach eins. Jetzt halt eine Klappe. So. Okay, einmal haben wir hier Rattan. Das sind wahrscheinlich die Pokémon, die Jesse und James in der TV-Serie haben. Rattan, Smogon und Mauzi. Mauzi! Soll ich Mauzi nehmen? Ich weiß nicht. Ist nur billig hat? Naja. Ich nehme mal Smogon. Smogon ist ganz cool. That Pokémon is a good choice. James recaved a Koffing. Do you want to give a nickname to Koffing? Nein. Wir können auch auf Deutsch Smogon nennen, aber englische Namen schaden ja auch nicht. I take this one, Sam. Ja, das hat sie wahrscheinlich Mauzi genommen oder Rattan. Keine Ahnung, ich schätze Mauzi, weil... Rattan. Wait, James! Let's check out all Pokémon! Come on, I take you one! Also wie momentan bei der Blauen, sie fordert uns heraus, wie auch Gary oder Blau. Wir spielen Professor Eich, okay. Jesse send out Mauz. Ich habe da Mewtwo zuerst gelesen. Mewtwo. Okay, sie hat Mauzi genommen. Greifen wir zuerst mit der Giftattacke Smog an. Da ist noch Step drauf. Critical Hit, Volltreffer, sehr schön. Jetzt hör auf zu heulen, Mensch, hör auf zu flennen. Das ist nur ein Kampf. Außerdem greift mein Smog an E-Mit Spezialangriff an. Also kannst du dir sonst wo hinheulen. Was? So wenig. Okay, anscheinend funktioniert Heuler doch gegen Smog. Und Smog geht ständig daneben. Ist ja mal cool. Jetzt kann man nur hoffen, dass Smog Mauzi irgendwann vergiften wird. Warum geht jetzt Smog dauernd daneben? Ja gut, Smog ist zwar nicht so genau, das weiß ich, aber so ungenau auch nicht. Jetzt hör auf, mich anzuflennen, du. Und du triffst jetzt mal. Sonst wird der James böse. Okay, jetzt greife ich mit Tackle an, es ist mir zu bunt. Hör auf zu heulen, Mensch. Kann Mauzi nur heulen und kratzen oder was? Alles zieht ja gar nichts ab. Wenn es so weiter geht, sind wir noch morgen früh hier in diesem Kampf. So, Smog, jetzt vergifte. Sehr schön. Gut, jetzt können wir wieder mit Tackle angreifen. Ah, Mauzi wehrt sich.
Mute, Mute. Spricht man es Mute aus? Hört sich an wie Mewtwo oder Mew. Meowt. Meowt spricht man so aus. Meowt, genau, Meowt. Meowt. Versus Koffein. 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 Okay, jetzt kommt der Trank. So, das Gift wird Meowt jetzt killen. Na, noch nicht ganz. Dann eben der Tackle. Kratzer. So, jetzt tschüss. Nice, hat zwar ein bisschen lang gedauert, aber wir haben es geschafft. What? What? Unbelievable! Was? Unglaublich! I picked the wrong Pokémon, das sagt Gary auch. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Okay, I will make my Pokémon fight to touchen it up. Giovanni to peace. Yeah, yo, peace. Oder keine Ahnung. Was auch immer. So, ist unser Pokémon geheilt. Moment, ich muss noch mit der neuen Steuerung umgehen. Jetzt spiele ich ja wieder mit dem Visual Boy Advance. Vorher habe ich ja Pokémon Schwarz gespielt auf den, das Mumi-Emulator. Aber was soll ich sagen, was ich vermisst habe? Das da! Yay, wir können wieder speeden. Nein, das ist hier der falsche Eingang. Das ist der richtige Eingang. So, hi meine Pokémon! James, you should take a quick rest. Soll jetzt mal kurz ein Nickerchen machen oder so. Oh, good. You and your Pokémon are looking great. Deine Pokémon sehen gut aus. Take care now. Pass gut auf dich auf. Gut. Jetzt können wir wahrscheinlich da weitergehen. Aha. Das sieht ja interessant aus. Okay, die Musik ist von Route 1. Ratfratz. Ratata. Na gut, bekämpfen wir es mal. Wir müssen ja trainieren. Tackle. Also ich weiß nicht, welche Pokémon man hier fangen kann. Und die Sprites sehen auch anders aus. Fällt mir auf. Interesting. Interesting. Very interesting. Ja, jetzt hör auf mit Routenschlag. Greif doch mal an, Mensch. Alle taktieren hier mit Statusveränderungen. So. Koffing great to level 6. Smogon entwickelt sich mit Level 42 zu Smogmog, also recht spät. Rattan entwickelt sich allerdings erst mit Level 30 zu Arbok, glaube ich zumindest. Und das ist viel früher als bei unserem Smogon. Aber es ist ja egal, dafür ist Smogon dann später stärker, weil Smogon kann dann später Explosion und so lernen noch. Und Arbok kann, ja, spielt eher auf Statusveränderung. Aber Koffing kann ja auch Statusveränderungen machen mit Toxin zum Beispiel. Und anderen Giftattacken wie Schlammbad oder so. So. Wo ist es hier? Oh no, someone from Team Rocket. Oh nein, einer von Team Rocket. Bitte, verletz mich, tu mir nicht weh. Ich gebe dir auch das und verpiss mich dann. Leave me alone und lass mich in Ruhe. Ich gebe dir das und lass mich in Ruhe. Und sage nicht, sage es nicht Giovanni. Er wird nicht glücklich sein. Na gut, jetzt kriegt man einen Trank. Ratata. Ratata, ratata. Jetzt trainieren wir mal Smog an, weiterhin mit Smog. Smog benutzt Smog und giftet dieses Ratata. Ratata hurt by poison, Gift, PSN. Hm, das wäre lustig, wenn der PSP stehen würde. Ratata spielt gerade PSP. Ich hasse dieses Taktieren. Hör auf zu taktieren, Ratfratz. Jetzt sage ich schon Ratfratz. Habe ich früher mal gesagt, aber dann habe ich mir angewohnt, Ratfratz zu sagen. So. Hoffentlich tauchen da nicht nur Ratfratz auf, sondern auch ein paar andere Pokémon wie Taubsi oder so. Jetzt taucht wahrscheinlich ein Taubsi auf. Nur Ratfratz, Alter, das ist doch langweilig. Gibt's auch was anderes außer Ratfratz? Tackle. Critical Hits, Volltreffer.
Also gut, du stirbst jetzt. Im Namen von Team Rocket. Okay, Aha, okay, diese Route ist jetzt ziemlich, komisch. Oder ungewohnt, sagen wir es. Weil ich habe ja zuvor immer nur blau und rot gespielt und da kenne ich die ganzen Landschaften. Aber dieses Mal kenne ich die Landschaften nicht. So, hier ist noch ein Guy. Giovanni is smart. He did Team Rocket's headquarters in the middle of the forest. That way the police won't be able to find him. Alle Team Rocket Fans hier, bis auf dieser Typ da, der uns den Trank gegeben hat. Sehr merkwürdig. Normalerweise ist Team Rocket ja eine Verbrecherbande. Also es sind ja lauter Verbrecher. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine garstige Gegend, like Somalia oder so. Und wir müssen unser Koffing mal heilen. Und es ist langsam, ja, beschädigt. Oder sagen wir fast down. Also ich fliehe jetzt. Es ist mir zu gefährlich, hier weiter mit 9 HP zu kämpfen. So, und jetzt sind wir in Fatania City. Oder in diesem Spiel heißt es ja anders. Welcome to our Pokémon Center. We heal your Pokémon back to perfect heals. Shall we heal your Pokémon? Also, wisst ihr was? Das wollte ich schon immer machen. Nein? Ah, das habe ich vermisst. Okay. Was willst du sagen? There is a Pokémon Center in every town or hate. They don't charge any mother. Ja gut, das sagen sie auch in der roten Edition. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center und sie heilen deine Pokémon kostenlos. You can use that PT in the corner. The Reptin Gymnast taught me. So kind. Pokémon Centers? Heal your tired, hurt, or fainted Pokémon. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. So, schade, wir haben keine Karte dabei. Ich glaube, wir sollten mal zurückgehen und die Karte schnell holen. Okay. Müssen wir wieder durch das Gras gehen? Na, das macht er. Wobei. Von der Storyline müssen wir ja in den Marktring gehen, dann kriegen wir ein spezielles Item. So ist es zumindest in der roten Edition, vielleicht ist es hier genauso. Aber schauen wir zuerst, wo der Markt ist. Oh mein Gott, ein Cup. Get out of here! Can you eat? No trespassing! Ah, hier ist der Markt, okay. Do you know who Giovanni is? This package came in for him. Can you bring it to him? James received Giovanni's package. Na gut, dann haben wir jetzt halt das Paket, wie auch immer. So, was hast du zu sagen? Wahrscheinlich die klassischen Sprüche. No, Nuggets are all sold out. Nuggets sind alle ausverkauft. This shop sells many antidotes. Dieser Shop verkauft sehr viel Gegengift. Ja, brauchen wir aber noch nicht. Ich dachte schon, hier geht's zur Pokémon Liga. So ist es zumindest in dem normalen Spielen so. Okay, zurück nach wie auch immer Town. Pokémon Tag auf, Pokémon Tag auf. Schon wieder ein Radfratz geht mir auf den Sack. Radfratz geht mir auf den Sack. Radfratz geht mir auf den Sack. Auf den Sack. Koffein muss Tackle und schwächt dieses Ratata. Ratata ist fast down, ist es. Aber down mit dem letzten Tackle. Okay, tschüss. Ist auch genug rumgealbert. Wir machen hier ernst. Das ist ja ein Verbrecherspiel, ne? Wir spielen hier ein Verbrecher. Verbrecher sind nicht lustig. Oder kennt ihr irgendeinen Verbrecher, der lustig ist? Außer Lord Helmchen in Spaceballs oder andere Viecher? Uiuiui, Pinsir! Okay, endlich mal was Neues. Pinsir ist ja krass. Käfer, ich weiß nicht, ob Gift gegen Käfer effektiv ist, ich schätze mal nicht, aber probieren schadet er nicht. Oder in dem Fall schon. Ja gut, die Attacke geht daneben, da greife ich doch lieber mit Tackle an, wenn die Attacke so ungenau ist. Wise Grip, das ist Klammer. Aber unser Smogon schafft es schon. Es gibt außerdem sehr viele KP, EP meine ich. Experience Point.
Hoffentlich sterben wir nicht. Das wäre jetzt ziemlich scheiße. Komm schon, Smogon, du schaffst dieses Pensier. Level 4. Oh, 100 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Base Level hat Smogon gehabt. Hat es gerade 2 Level, aber es bekommen kann auch sein, dass ich mir eingebildet habe. Nein! Dodo. Na gut, ich freue mich. Es tauchen endlich mal andere Pokémon auf. Als nur Ratfratz. Jetzt finden wir hier nämlich auch einen Flug-Pokémon. Sehr schön. Schnabel. Halt deinen Schnabel, du. Du scheiß Dodo. Okay, wir sind wieder in Alabastia oder wie auch immer die Stadt auch heißt. Ich nenne sie Alabastia. Ich nenne die Städte beim Namen her. So. Yes, James. What are you doing back here? Oh no, you have something for me? James delivered Giovanni's package. What could this possibly be? This must be a new product. Das muss ein neues Produkt sein. Das ist sehr interessant. Eine sehr interessante Invention. Eine Einladung, glaube ich, oder? A Pokédex? Ja! Yo, Gio! Check out my Pokémon now! No, Jesse! I have just been sent something! My correspondents have sent me an invitation to help you quest! Also sie haben eine Einladung, um bei der Mission zu helfen oder so. It calls Pokédex and was made by a company we just acquired. This will help. This web decides the victor. James, auf jeden Fall müssen Pokédex bekommen. Take this too. It's a blueprint to a company will soon take over. We mainly use the Pokédex to record infos on Poké. Ja, komm. Bla 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 bla. Town Map, ja, ja. Ist ja wie in der blauen oder roten Edition, wie auch immer. So, schauen wir uns den Pokédex mal an. Nein, wo ist Start eigentlich bei mir? Hier ist Start, okay. Pokédex. Erstes Pokémon ist Mauzi, was mich sehr wundert. Eigentlich ist das erste Pokémon, wie wir es haben. Da haben wir hier Scoffing, also unser Smogon. Hier ist Radfratz, das wir begegnet sind. Und jetzt kommt wahrscheinlich Pinsir und dieses Dodo-Zeugs noch. Hier ist Dodo, genau. Und Pinsir ist hier. Okay, sehr schön. Holen wir uns die Karte. Wir können hier ganz gut gebrauchen in diesem Let's Play. You are doing a mission for Giovanni? Here, this will help. James got a town map. Gut, jetzt haben wir die Karte bei uns. Sehr schön. Dann latschen wir zurück. Moment, ich hole die Karte raus. Verdammt, wo ist nochmal Start? Hier ist Start, genau. Das müssen wir merken. Also die Stadt, in der wir sind. Orinho Town. Und Neptaville ist die nächste Stadt. Okay, Orinho. Kann man sich leicht merken, den Urin. So, laufen wir weiter das Gras nach Neptanoville oder wie auch immer. Und jetzt tauchen schon wieder Radfratz auf. Scheiße, wir hätten unser Smogon noch rein sollen. Ich glaube, das mache ich danach. Hoffentlich schafft Smogon den das Radetar noch. Oh, 7 HP noch. Knapp, aber überlebt. Sehr schön. Nein, der Tage geht daneben. Na gut, er setzt zum Glück einen Routenschlag ein. Hatten wir nochmal Glück. Tackle. Und tschüss. Ratfratz. So, latschen wir schnell zurück. Und heilen schnell unser Pokémon. Und zwar hier drin ist es, ne? Ja, kann ich mir noch merken, links. James, du Schütt. Ja. Nein, nicht nochmal. So. Und jetzt, latschen wir zurück zur Stadt, wie gesagt. Hier kann man ja rüberjumpen, genau, wusste ich.
Noch gar nicht, aber jetzt weiß ich's. Und ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wussten tue ich schon, aber ist mir noch nicht aufgefallen. Ein Dodo. Jetzt können wir außerdem Bälle kaufen. Pick. Hör auf zu schnabeln. Halt dein Schnabel, du. Das ist echt blöd, dass Smog immer daneben geht. Schlambert wäre cool, aber... Ja, Smogon lernt sich Schlambert erst mit 30, glaube ich, oder so rum. Ah, vergiftet. Haha, das hast du jetzt davon. Na gut, aber bekämpfen wir die ganzen Pokémon jetzt. Wir brauchen so viel Erfahrungspunkte, wie es nur geht. Okay, Dodo hätten wir in den Sand getreten. Level 8 für Smogon. Keine neue Attacke leider, schade. Hey du, gib mir noch einen Trank. Oh. Okay, hier geht's nirgendwo lang. Gut, jetzt tue ich mal die Kämpfe vermeiden lassen. Unser Smogon hat die Hälfte seiner HP verloren. Ungefähr. Ach, was soll's, komm. Ich gehe hier mal ein Risiko ein. In Pokémon Hex ein Risiko eingehen. Das ist völlig ungefährlich. Also gut. Schon wieder eins. Ja, dann jetzt tauchen nur Dodos auf. Vorher waren es nur Ratzfratz, jetzt sind es Dodos. Jetzt fliege ich mal, jetzt habe ich keinen Nerv dafür. Entschuldigung, du nervst. Und jetzt, nein, hier geht's nicht lang. Ach, verdammt, noch ein Pokémon. Ein Ratzfratz schon wieder. Und ich mache mal kurz Pause. Ja. Okay, bin ich wieder, Aperet, ja. Level 2, na komm, das können wir leicht in den Sand treten. Ach komm, warum geht Smog immer daneben? So ungenau ist Smog doch gar nicht. Tackle! Und die Maus weg! Diese XXL-Format-Maus. So, Tackle. Habe ich früher mal gesagt, Tackle. Nidoran männlich use Tackle. So, vielleicht sind wir in der nächsten Stadt, wie auch immer die heißt, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Namen wieder vergessen. Schon wieder ein Pokémon. Ratata. So, jetzt verpiss ich mich, ich habe da keinen Bock drauf. So, okay, PCB, ist es gehackt? Ist es normal an diesem Hack oder ist es in Englisch normal? Egal. Blablabla. Okay. Gut, kaufen wir uns ein paar Pokéballs. Bälle. Okay. Was kann jetzt jemand lesen? Das erste Buch, der erste Buchstabe ist ein H. Dann GP, HGP. Was heißt das? Hi there! May I help you? Ja, ich hätte gerne, kaufen wir uns 5 Pokéballs. Weil wir gar keine Bälle haben. Haha. ja, 2 Potions wären nicht schlecht. Was, die sind aber teuer. 300 Wucher. Ich geh mich beschweren. Wo ist dein Chef? Ich will mich beschweren. 300 für einen Trank. So, normal, das kostet doch einen Trank 100, oder? Nee, keine Ahnung. Vielleicht aber auch doch 300. Ah, hier ist eine Höhle. Cool. Okay, das ist wohl die Route 2 im Normalen. Und hier ist eine Höhle. Können wir da reingehen? Ja, wir können da reingehen. Cool. Ich liebe Höhlen. Nicht. So, was sind wir denn hier? Die Musik ist vom Mondberg. Interessant. Vulcano, geil. Fangen. Growlite. Vulcano fange ich mir auf jeden Fall. Wollte ich schon immer im Team haben. Arcani ist der stärkste nicht-legendäre Feuer-Pokémon. Nein, Brüller! Ach komm. Ich mag keinen Brüller. Das ist nicht der Brüller. So, was ist das für ein Item? Ein Rare Candy, ja, ein Sonderbomben. Bist du ein Trainer? Ja, wahrscheinlich schon. Aber zuerst möchte ich dieses Vulcano. Wahrscheinlich können die alle hier nur Brüller. Und ne, Vulcano kann glaube ich Glut und Brüller.
ich riskiere es nochmal. Das ist momentan das zweite, was wir gefunden haben. Das heißt, die werden hier nicht so selten sein. Biskant, okay. Interesting. So. Es ist zum Glück vergiftet. Das erhöht unsere Fangchance. Pokéball. Einmal, zweimal, drei. Nein! Kein Brüller. So, geht's hier lang? Nein, Trainer! Oh. Can you stand the heat? Kannst du die Hitze standhalten? Natürlich kann ich die Hitze standhalten. Streber. Super Nerd, okay. Super Nerd, send out Zubat. Ist es normal, dass es Super Nerd heißt oder wurde es vom Hack vererbt? Level 11, oh mein Gott. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Wir müssen auch trainieren. Also ich will mir jetzt an... Oder sagen wir im nächsten Part, fangen wir uns ein Vulcano vielleicht auch noch in dem Part. Und dann trainieren wir unser Pokémon auf Level 15, wäre glaube ich. Nicht schlecht. Na gut, mit Blutsauger kommt er da nicht weiter. Was? Sehr effektiv? Hä? Käfe gegen Gift, sehr effektiv. Das ist doch nicht normal, oder? Käfe ist doch nicht gegen Gift sehr effektiv. Das ist ein Fake. Schon wieder, Volltreffer, oh Mann. Gut, dass wir jetzt, vorhin Potion gekauft haben. Eine Portion für Koffing. Ah, genau, ausgegeben, sehr schön. Das ist echt sehr effektiv, hä? Was sucket head from Koffing? Ja. Okay, pervers irgendwie. Sucket balls, Supersonic. Sonic, you look like Sonic, the Hedgehog's mother. Nein, sehr effektiv. Hör auf, dich selbst zu verletzen, du scheiß Emo. It hurts himself in his confusion. Hör auf, dich selbst zu verletzen, Koffing. Ja. Ich so, diesen Kampf werden wir schon wieder selbst verletzt. Was bist denn du für ein Emo? Also gut, nochmal Potion. Scheiß Emo. Wir haben einen Emo-Starter genommen. Confused no more. Boah, alle, jede selbst, immer in jeder Runde selbst verletzt, Mann. Das ist doch kein Zufall. Nicht selbst verletzt. Auf dich selbst zu verletzen, du Emo. Das ist nicht Zubat gegen Koffing. Das ist nicht Koffing gegen Koffing, sondern Zubat versus Koffing. Mensch, Meier. Mensch, Meier. Jetzt fang ich auch langsam an, so Beigusch zu reden, Alter. Nicht selbst verletzen. Ich warne dich. Gut. Gut. Und unser letzter Trank gegen dieses scheiß Zubat. Das einen sehr effektiven Blutsauger drauf hat. Scheiß Cheating. Schon wieder Leech Life. Eigentlich wäre die Attacke nicht sehr effektiv. Aber stattdessen ist es sehr effektiv. Was ist denn das für eine Verarsche? Ich hoffe selbst. Also diesen Kampf werden wir verlieren. Oder was meint ihr, Leute? Schreibt es in den Kommentar. Werden wir diesen Kampf gewinnen oder verlieren? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber mit Blutsaugerkrieg generiert er auch immer ein paar KP. Volltreffer diesmal. Ja, da hat man. Vielleicht schafft man es ja doch. Aber ich hab. Ah, okay. Es ist verwirrt, jetzt verlieren wir. Ja, und es fängt wieder an, sich selbst zu verletzen. Wie soll es auch anders sein? Ja, genau. Wir haben fettes Emo-Smoggern. Ich glaube, ich gehe zum Spitznamenbewerter und nenne es Emo-Smoggern oder so. Schon wieder! Also, jetzt hat sich selber gekillt. Was ist denn das für ein. James is out of usable Pokémon. James Black It Out. Scheiß Emo-Smoggern. Also, das ist doch. Ach. Also gut, Leute, dann mache ich hier Schluss. Dann fangen wir uns im nächsten Part ein Growlite, aka Vulcano. Trainieren sie auf Level 15 und dann werden wir diese Höhle nochmal betreten. Also, bis dann. Servus!